FDP-Fraktion, der Abgeordnete Christoph Scutella. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag der SPD, Kollegen, besteht aus einem Sammelsurium an Förderungen, Subventionen und sonstigen planwirtschaftlichen Eingriffen, die eines ganz sicher schaffen, den Klimaschutz unnötig zu verteuern. Über Ihre drei Themenfelder Verkehr, Energie und Wirtschaft hinweg legen Sie kleinteilige Förderprojekte auf, die allesamt ein löbliches Ziel haben, aber für Ihren hohen Aufwand eine sehr geringe Klimawirkung haben. Förderprogramme für Haushaltsgeräte, PV-Anlagen, E-Bikes und eine Abwrackprämie für fossile Heizungen hören sich gut an. Insgesamt entfalten sie aber eine marginale Rolle für den Klimaschutz. Dies ergab auch die Evaluierung des Aktionsprogramms 2020 auf Bundesebene im letzten Jahr. Statt den 2014 angestrebten 62 bis 78 Millionen Tonnen wurden durch kleinere Förderprogramme im Verkehrs- und Gebäudesektor laut dem Gutachten des Bundesumweltministeriums lediglich 37 bis 48 Millionen Tonnen erreicht, knapp 40% weniger als ursprünglich vorgesehen. Durch die jährlichen Erfolge des europäischen Emissionshandels müsste Ihnen doch mittlerweile klar sein, dass man überall dort, wo man einen CO2-Preis hat, effizient das Klima schützen kann und unsere Klimaziele leichter und nachhaltiger erreicht werden können. Da wir in einem Monat die Pläne der EU-Kommission zur Erweiterung des Emissionshandels auf die Sektoren Wärme und Verkehr vorgelegt bekommen, werden wir sehen, wie die EU-Kommission die Klimaziele in den beiden Sektoren erreichen möchte. Und grundsätzlich stellt sich schon die Frage, woher die SPD das Geld für ihre Vorhaben nehmen möchte. Gerade in den letzten Monaten ist die Wiederaufnahme von Schulden gerade unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit diskutiert worden. So wichtig der Kampf gegen den Klimawandel natürlich ist, gilt es auch zu bedenken, dass die ständige Schuldenaufnahme ebenfalls nicht nachhaltig für kommende Generationen ist. Und das vor allem, wenn man die marginalen Auswirkungen auf den Klimawandel sieht und die Anstrengungen, die Sie hier beschreiten möchten, verpuffen werden. Wir werden den Antrag deswegen ablehnen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen und wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Wer entgegen dem Ausschussvotum den Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Grüne. Gegenstimmen ist die CSU-Fraktion, die Freien Wähler, die FDP-Fraktion, die AfD-Fraktion sowie der Abgeordnete Blenk. Gibt Stimmenthaltungen? Dann ist dieser Antrag hiermit abgelehnt. Dann gebe ich bekannt, dass zum folgenden Tagesordnungspunkt 6